Kleiner Pixel. Hallo Welt, was geht ab? Willkommen zu einer brandneuen Episode Let's Play Hellsign auf meinem Kanal. So, naja, wir haben uns den Skillpunkt verdient, den wir haben wollten, aber wir haben ihn noch nicht verteilt. Wo steht denn eigentlich? Genau, da steht's. Ich habe jetzt nochmal nachgedacht. Ich habe ja wirklich mit einer Waffe geliebäugelt, muss ich zugeben. Allerdings ist das, glaube ich, auch nur ein kurzer Spaß. That's what she said. Ich habe gerade mal irgendwie noch überlegt. Dass wir vielleicht doch mehr davon haben. Also, ich habe ja mit dem Skillpunkt geliebäugelt hier diesen, ne? So. Das wäre auf alle Fälle schon mal ganz spannend. Und. Ach, scheiße, das geht ja gar nicht. Ach, ich trottel, verdammt. Wir bräuchten noch einen zweiten Skillpunkt. Ich hatte hier drüber nachgedacht, dass wir irgendwie 100% mehr. Das hier. Ich dachte an den und den. Shit. Weil wenn wir nämlich dann schon auf Zeichensuche gehen für Level 2, dachte ich, dann können wir noch, also wenn wir dann auch mehr rausziehen, dann haben die vielleicht auch noch mehr Wert. So hatte ich zumindest jetzt gerade überlegt, heranzugehen an die Geschichte. Ach, scheiße, ey. Na, was nehmen wir denn da? Na, dann nehmen wir wahrscheinlich wirklich den, also ich würde jetzt wirklich hier, ich will irgendwas, womit wir das Gefühl haben, wir machen noch einen Schritt nach vorne. Mit einer Waffe machen wir das nicht. Und wenn der so funktioniert, wie ich es in etwa mir vorstelle, dann haben wir zumindest die Option, die Hoffnung, dass noch irgendwas anderes passiert. Wir nehmen den jetzt. Ach so. Da war ja was. Es erscheint mir irgendwie richtig, ich weiß auch nicht. Ach man. So. So, da haben wir Level 3, genau. Ich meine, wir könnten jetzt theoretisch das Geld auch neben irgendwas anlernen und hier reinpacken, dann hätten wir das jetzt auch. Aber ich weiß nicht, kosten die oben vielleicht etwas weniger? Na, den ist natürlich jetzt die Frage, welchen man überhaupt dann anlernen würde. Den hier beispielsweise, aber der kostet 500, nee, $500. Weil in der Zeit, in der wir $500 wieder eingespielt haben, haben wir wahrscheinlich schon wieder fast ein Level ab. Was, wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir jetzt eigentlich? 850, boah, das ist schon krass, ey. Naja gut, man soll ja in der Early Access auch irgendwie erstmal beschäftigt sein. Gut, okay, dann haben wir den jetzt. Dann würde ich jetzt sagen, dann gehen wir mal auf, wir gehen auf Forensic. Würde ich sagen, Collect or Science. Oder ist doch Scouting? Ne, wir gehen auf Scouting. Genau, Collect Science and Deduct its Identity as a part of your contract. Wir machen das mal. Ich habe etwas Hoffnung, dass wir mehr Geld rauskriegen. Wenn wir quasi jetzt da auf Level 2 schalten können. Die Befürchtung, die ich wiederum habe, ist, dass wir nicht genug Science finden werden, um auf Level 2 überhaupt zu kommen. Aber das finden wir jetzt mal raus. Was war denn eigentlich mit diesem VIP-Bereich, fällt mir gerade ein. Sollte da nicht eigentlich sich auch was tun? Durch diese Docs-Geschichte? Shit, da war ja noch was. Ja, das können wir auch nochmal abchecken dann. Das hatte ich ja komplett ausgeblendet. War das mit diesen Docs irgendwie? Ich bin mir bis heute nicht so ganz sicher, ob das wirklich einfach nur so war, dass das Sortiment reingekommen ist. Aber bestimmt, ich meine über den Hafen, neue Waren und so, das passt schon. Aber der hatte doch gesagt, dass er auch dann irgendwie ein Wort für uns einlegt, oder? Bezüglich VIP. Und vor allem diesen Typen, der da diesen Security-Typen da, den haben wir auch schon gefallen getan mit diesen Goal-Parts. Ja, da müssen wir dann mal schauen. Aha. So, gut, das geht dann von denen wahrscheinlich aus. Achso, das Mikrofon brauchen wir auch gar nicht, ne? Ja, dann würde es hier wahrscheinlich mit diesen Dreiecken da in den Ecken, das werden wahrscheinlich Rare Signs sein.
Und wenn man diesen einen Skillpunkt da halt verteilt, dann hat man halt die 100%ige Chance, Rare Signs zu finden. Ach, guck mal an. Trennt sich das hier? Gibt's zwei oder was? Scheint so. Komisch, das war jetzt der zweite Wurm, den wir sofort mit, also sofort in Anführungszeichen, mit 20 Hitpoints killen. Und der dritte. Hat das irgendwas mit der Schwierigkeitsgrad, mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun? Das scheint gerade so, sagen wir es mal so. Okay, also wir haben diese Blutspuren, wir haben diese Fußstapfen, die sich dann jetzt hier füllen. Na Moment, dann könnte es das schon sein. Ah, so ist es, okay. Aha. Okay, also irgendwas. Irgendwas haut hier nicht so ganz hin mit diesen Blutspuren. Die einen führen gefühlt zu der anderen Leiche, das kann es ja irgendwie nicht sein, oder? Ach. Na gut. Ich wollte sagen, es klingt fast so, als wäre es. Gibt es hier doch eine Tonaufnahme? Okay. Boah, krass, was war das denn? Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt diese Blacklight-Geschichten alle durch haben hier. Boah, was ist das denn? Krass. Rot? Es gibt Blau, ne? Gelb oder Gold und jetzt noch das Rot. Vielleicht ist das Rot wirklich das Wertvollste, das kann natürlich sein. Blau wird wahrscheinlich rare sein. Genau, Blau wird rare sein. Keine Ahnung, Gelb ist dann wahrscheinlich das nächstbessere. Und Rot wird wahrscheinlich der Shit sein, wird richtig Value bringen, hoffe ich. So, naja, wir können ja mal gucken, was wir jetzt hier zusammenbekommen. So, Spiderlings, was auch immer. Small Scuff Marks and Particles of 4 indicate Spiderlings were here. Dann haben wir das hier. Simple Clue Sign. Utility. Ich habe nur drauf gewartet, ey. Plus 5% Evasion against all Critters, plus 25% Evasion against Deducted Critter, plus 1,75 Evasion against Deducted Boss. Also man kann die bestimmt echt vercraften. Ich vercrafte das nicht.
Was ist denn das? Das hier wahrscheinlich. Da. So, und jetzt müssten wir eigentlich die Option hier rauf bekommen, hätte ich jetzt gedacht. Aber so ist es nicht. Krass, ist das ärgerlich. Das ist ja bescheuert. Ich dachte, das wäre Stufe 2. Kelpie Weakness. So ein Scheiß. So, und wir haben noch nicht alles tatsächlich. Ach so, vielleicht habe ich hier irgendwo ein Geräusch übersehen. Ach, das ist natürlich blöd. Ja, hier. Mission complete. Exit one ready. Sehr gut. Okay. Das ist jetzt natürlich echt schade. Ich hätte echt gedacht, dass dieser Skillpunkt das uns hier bringt. Skill Requirement. Need skill to detect further. Ach so, hä? Ne, das ist ja... Warte mal, wir müssen ja noch irgendwas machen, oder? Ist das falsch gewesen? Das ist falsch, weil hier steht doch nicht, dass wir den Skill brauchen. Genau, das stand vorher da. Es ist doch, also der Skillpunkt hat sich so verhalten, wie ich es gedacht habe. Müssen wir noch irgendwas machen? Ist immer der gleiche Sound? Nee. Unleash only possible in hunting grounds. Was haben wir denn jetzt gemacht? Und jetzt? Ich verstehe das nicht. Also ich glaube, das sind temporäre Boni, die wir bekommen, wenn wir das in der Mission machen, ne? Utilist Sign Bonus. Jetzt haben wir diesen Bonus, glaube ich. Und deswegen kann man wahrscheinlich auch entscheiden, wenn man mehr hat, was man hier reinpackt. Welchen Bonus man dann möchte. So interpretiere ich das jetzt mal. Based Media Attack, achso, ist auch interessant. Achso, da kann man sich selbst hier so Notizen markieren. Ah, jetzt wird ein Schuh draus, okay. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Tja, plus weiter kommen wir ja nicht. Wahrscheinlich erfordert auch nicht mehr diese Mission. Ich hoffe, wir kriegen jetzt trotzdem noch das Geld für die Signs, nicht, dass die weg sind. 6 von 6, 126. Valuable. Ach, guck mal. Ach, so. Useless, Common, Valuable und Rare. Ich dachte, Rare wäre einfach die nächste Stufe schon. Auch interessant. Und mit den Rot hatten wir doch nur einen einzigen, oder? Das sind 6. Wo ist denn der hin? Naja, gucken wir es mal hier hin. Hey, Bro, what's up? So, what's back there in the VIP area? You know, Bro, just some high-paying VIP sorting out business. Und, kommen wir da hin? Hat der Typ nicht oben im Laden gesagt, dass er uns da irgendwie Zugriff verschafft?
can you explain proficiency requirements? What's the best way to hear myself during contract? So how do you use the thermal scanner you're selling? Hey mate, what's that toolbox for? Toll. Das bringt uns nix. Wie viel Erfahrungspunkte haben wir bekommen? Ach, scheiße, werden vorher 8, ne? Also mehr Erfahrung bei Jagd. Naja, gut, liegt nah. Wie viel Cash haben wir jetzt aktuell? 702. So, useless? Ach so, dann war das useless mit den roten Ecken, oder? Weil ich glaube, das war dieses Ding hier. Okay, gelb bzw. gold ist valuable. Das ist alles common. Und da haben wir nochmal valuable. Alles klar. Und blau ist rare, das bringt das meiste. Krass, ey. Und der eine Skillpunkt, der dann quasi 100% rare Item Find verspricht, ist schon echt derbe. So, 828. What's with the rough crowd? Scouting, hunting, man, what's the difference? Can you tell me anything about the redback guy? You know where I can get any work around here? Das hatten wir ihn schon mal gefragt, ne? Boy, are you green. Scouts just gather intel on inactive haunted sites. Hunters hunt the supernatural for the big cash. And don't get me started on sweepers and cryptozoologists, lad. Achso, mit ihr können wir auch nochmal reden. Hey there. Zoe, my nightmares have been getting worse. Oh, hey Matt, what nightmares? Did you end up finding the cryptid collection book I needed? Zoe, get your head out of the books. Ah, I remember you with amnesia, right? Did you end up learning how to evoke spirits? Yeah, something like that. Great, so I have been digging a little further into meeting scouts and hunter around your episode. And I believe it might have something to do with you, but we'll need you to record some EVPs from the hunting grounds around here so I can analyze them. Reward $1, 100, 100 XP. Verstehe ich jetzt nicht, was sind die 100 da in der Mitte? Naja, egal. So, EVPs, how will those help us find out more? Sounds like a plan, I'm on it. Not right now, but I've got some questions for you. Na los, das machen wir mal direkt. So, record 2 EVP clues, evidence, bla bla bla. Okay, das bedeutet also, wir nehmen uns so eine Scouting-Quest, sammeln da 2 Tonaufnahmen für sie. Scheiße, vielleicht hätten wir das eben schon machen können, wenn wir die nicht verkauft hätten, ne? Naja, hinterher erstmal nur mal schlauer. Das Ding ist halt, das wird uns wahrscheinlich nur wirklich 1 Dollar, dann 100 irgendwas und 100 Erfahrungspunkte bringen. Was ja nicht schlecht ist, aber der große Schritt nach vorne ist es halt auch nicht. Aber mal gucken. Click Unleash in your Cryptonomicon to fight the Poltergeist Boss for a chance to earn that high Wangwish Reward. Und das geht ja nur in den Fighting Grounds oder was da steht. Oder was auch immer. Geht das nur in den... Das muss man nochmal testen. Use your Cryptonomicon to detect signs during jobs and get an edge on your enemies. Achso, wie viel Munition haben wir noch? 22. So, hier haben wir es schon. Vielleicht doch Nebenraum. Ja. Ich denke mal, es wird der Nebenraum sein. Gucken wir es mal hier rein. Naja gut, wahrscheinlich von den Fußspuren weg, ne?
Okay, erstmal hier rein. Here we go. So, das muss dann valuable Dingsbums sein, ne? Valuable so. So, hier werden wir wahrscheinlich das EMP, EMF finden. Ey, ist der Wahnsinn, wie lange die sich Zeit lassen. Absolute Verarsche. Ich gehe schon extra mal zum Bett. So, das ist common. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut mit der Geisterjagd. In der nächsten Episode geht's weiter. Bis dahin, kenne deine Pixel.